Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Update nach 63 Videos. Ja, ich muss tatsächlich einmal meine Meinung revidieren. Und zwar handelt es sich um dieses Video, was ihr hier oben seht. Es handelt sich um das Video mit dem dämonischen Kind oder angeblich dämonischen Kind, welches auf dieser Bettkante hier balanciert. Wer meine erste Analyse noch nicht gesehen hat, ich blende sie mal hier oben links ein, der sollte sich zunächst dieses Video angucken, sonst macht dieses hier nämlich keinen Sinn. Ich hatte in dem Video gesagt, dass ich davon ausgehe, dass das Video echt ist. Auch in den Kommentaren habe ich mich anfangs noch so geäußert, bis dann doch einige YouTuber mich da noch auf einige Sachen aufmerksam gemacht haben. Allen voran der CSX Media Mix, mit dem hatte ich schon, bevor ich das Video veröffentlicht hatte, Kontakt aufgenommen und der hat mir schon einige Sachen geschrieben, die mich dann aber zunächst nicht überzeugt haben. Dann kam noch der Olli Blom hinzu und der hat mir dann nochmal ein paar Sachen gezeigt, die ich teilweise selber gesehen hatte, teilweise aber auch noch überhaupt gar nicht gesehen hatte. Und dann habe ich jetzt endgültig meine Meinung revidiert und ich sage jetzt, dieses Video ist ein Fake. Und zwar schauen wir uns die Stellen mal an. Und zwar einmal ist es diese Stelle hier bei 18-19 Sekunden, wo man sieht, wenn das Baby sich aufrichtet, dass doch das ganze Gitterbett da vorne extrem wackelt. Das kann ja eigentlich nicht sein, denn wenn man sich die anderen Gegenstände mal anguckt, die stehen ja auch alle ruhig da. Das sind nicht irgendwelche Kamerafehler, sondern das sind schon irgendwelche Schnittfehler, die da gemacht worden sind. Dann gibt es immer noch eine weitere Stelle. Nein, die ist eigentlich auch hier. Wenn man sich die Tür ansieht, dann sieht man, dass oben dieses Tuch darauf wackelt und die Schließe von der Tür sich damit bewegt und wackelt. Da ist also ganz eindeutig digital manipuliert worden in diesem Film. Und das ist nicht, wenn diese Hand von dem Baby vor den Sachen hergeht, das könnte ja noch sein durch neuen Bildaufbau, sondern das ist auch, wenn die Hand schon ganz lange weg ist, da wackelt die Tür noch immer die ganze Zeit lang. Ich weiß gar nicht, warum ich das vorher nicht so genau gesehen habe. Und auch wenn man sich das Baby anguckt, einmal ist der Unterteil und das Oberteil von dem Baby bewegen sich gar nicht synchron, sondern die Füße stehen still. Das Oberteil oder der Oberkörper bewegt sich dann. Das war an der anderen Stelle noch deutlicher. Hier sieht man, wie nur der Oberkörper des Babys sich bewegt und die Füße still bleiben. Da ist also auch digital manipuliert worden. Und diese beiden Sachen haben mich dann letztendlich doch überzeugt, dass es sich hier eindeutig um einen Fake handelt. Auch hier bei 3738 bewegt sich erstmal nur der Oberkörper des Babys und auch die Tür wieder wackelt da, die Schließe, die hüpft hoch und runter, wobei die Türklinke feststehen bleibt. Also hier ist ganz eindeutig ein Schnitt vorgenommen worden, beziehungsweise eine Videomanipulation. Wenn ich jetzt mal so durch das Video hüpfe und man sich dann mal Ober- und Unterkörper anguckt, dann sieht man, dass das auch irgendwie alles nicht so ganz zusammenpasst. Da ist immer ein Schnitt im Körper zu sehen. Das heißt, ich weiß nicht, wie diese unbeweglichen Beine da auf diesem Brett da stehen. Aber mit rechten Dingen geht das nicht so. Is this real or not? Oh, it's 100% real. Nein, das ist eindeutig ein Fake. Da können die lieben Eltern auch noch so oft behaupten, beziehungsweise der Vater, dass das Video echt ist. Es stimmt nicht. Also nochmal herzlichen Dank an die YouTuber CSX Media Mix und auch an Olli Blom, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Das war das erste Update zu einem meiner Videos, aber wenn ich mich irre, habe ich auch kein Problem damit, das einzugestehen und dann nochmal hochzuladen mit dem Hinweis, dass ich jetzt überzeugt bin, dieses Video ist ein Fake. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipus Paranormal Scanner.